Hallo, liebe Leute, heute ein neues Produkt, was ich euch wieder mal vorstellen möchte. Ich habe euch ja schon mal, wie ihr hier sehen könnt, dieses XXL-Mauspad vorgestellt mit dem Far Cry 5 Thema. Das letzte Abendmahl oder Lunch, glaube. Ja, und jetzt habe ich mir noch mal eine gekauft und die möchte ich euch gerne auch mal vorstellen von einer anderen Firma, von Derko oder so, wie die heißen, oder habe ich das richtig gemacht? Sind Derko? Keine Ahnung, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Von dieser Firma hier. Könnt ihr ja selber mal googeln und mal schauen. Gaming Mauspad. Ja, ich in meiner Aussprache furchtbar. Aber ist halt so. Ja, der Karton ist halt schlicht gehalten, aber immerhin ein Karton. Was eben halt die Farbqualität nicht hatte, aber ist ja egal, es geht ja um die Qualität. Was haben wir denn hier? Ja, ihr habt doch nochmal. Bitte was drauf stehen. Die Abmessungen sind auch wieder 90 cm in der Länge, 40 cm in der Breite und 2 mm in der Dicke. Sollte ja eigentlich groß genug sein für euren Gaming-Tisch. Ja, ist auch wieder wasserabweisend und ja, gut für die Mäuse gemacht, sag ich jetzt mal. So, packen wir es mal einfach aus. Schauen wir uns das mal an. Ich habe es noch nicht ausgepackt gehabt. Ich bin mal gespannt, wie hier so die Druckqualität ist, aber er fässt sich schon mal gleich an. Sag ich jetzt mal. Ja, das ist der allseits bekannte und doch nicht immer wieder aus der Mode kommende Matrix-Code aus dem Film Matrix. Habe ich mich halt dafür entschlossen, wenn ich mir mal Filme vorstelle, dass ich eine Unterlage habe. Jetzt bin ich ja gegen das Stativ gekommen, verdammt. Und was haben wir hier noch? Eine Betriebsanleitung. Die riecht natürlich alle ein bisschen nach diesem, ja, Gummi-Kunststoff-Gedöns. Und was haben wir hier noch so Hübsches? Ja, ich denke mal, vorher muss man sie mal. Alles klar. Hier steht es auch nochmal da, ne? Ja. Also man sollte die Imprägnierung mal abwaschen. Ja, also mal drüber gehen mit einem feuchten Tuch. Dann im halt 72 Stunden, also 3 Tage. 72 Stunden dauert er, der Geruch verflogen ist. Kürzen kann man da auch? Ja, brauchen wir nicht machen. Ja, so lange dauert das und man riecht es halt wirklich so ein bisschen Gummigeruch. Aber der dann eben halt nach 3 Tagen verfliegen soll. Die Farbqualmmatte, die hier drunter ist halt, ne, die hier, die ja, riecht immer noch leicht. Also man kriegt es noch mit, dass es noch stinkert. Aber ja, sollte ja machbar sein. Ist wie bei neuen Möbelstück, sag ich jetzt mal. Ja, hätte ich fast gedacht, Tischdecke. Es sieht, ja, was soll ich sagen? Also die Oberfläche ist genauso identisch, sage ich jetzt mal, wie jetzt hier bei der Farquay-Matte. Ja. Auch die Rückseite sieht auch so aus. Ja, gucken wir uns mal an. Auch so eine Gummi-Art. Gewebeart, seht ihr das? So sieht es halt aus. So ein anti-rutschhemmende Bespannung, Gummi halt. Hier sind das auch schön umgekettet, die Ränder. Finde ich sogar hier noch ein bisschen ja, besser genäht. Also hier sind die Nähte definitiv ja, feiner. Also hier sind die, wie soll ich sagen, bei meiner Farbqualität, das kann ich ja nicht, ich habe sie gerade nämlich schön festgemacht auf meinen Tisch. Jetzt, wie soll ich sagen, bei meiner Farbqualität sind die Stiche. So, also ja, so sind die gemacht. Und hier gehen sie hier so längs dann lang. Das heißt, bei der hier, ja, ist es jetzt besser, schlechter. Auch gut gelöst, auch schöne, sag ich mal, Näharbeit. Ja. Der Druck ist halt, ich sag mal, unscharf. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das bei dem Matrix-Code, ich dächte immer, wenn man auch die Screensaver hat oder bei den Filmen sich mal jetzt orientiert und anschaut, fand ich, dass immer mal ein paar Sachen scharf zu sehen waren, dann das runterscrollende unscharf war. Hier ist halt so ein bisschen so mädchig gehalten, also so ja, unscharf halt. Hier auch so ein bisschen der Hintergrund so ein bisschen verschwommen, also wie jetzt hier zum Beispiel, na, das hier so ein bisschen gemacht. Sah auf den Produktfoto bei Amazon anders aus. Deswegen kann man ja froh sein, dass es immer solche bescheuerten YouTuber wie meiner einer gibt, der sich sowas kaufen, dann mal hier vorstellt. Weil, ist ja so typisch Produktfoto
und eben halt Realität weicht halt doch ein bisschen ab. Ja, das hier war eine andere Firma, ich glaube, die heißt Buy Me oder sowas. Da ist halt, ich finde, der Druck ist hier sehr gut gemacht bei der Farquay-Matte. Was eben halt, ich meine, die haben jetzt nicht hier, diese Firma hat jetzt kein Farquay, aber eben halt, das Foto auf Amazon sieht halt doch schon schärfer aus. Und auch, dass die Matte definitiv das Schwarz, schwarz ist, also dunkleres. Also das ist irgendwie, es geht ins Anthrazit rein, ist nicht richtig schwarz. Aber sonst ist es okay, es ist halt ein zeitloses, ja, Untergrundteil, sag ich jetzt mal, ja, für euren Schreibtisch. Kennt jeder, sollte jeder kennen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen von dieser Mauspad-Unterlage. Wie gesagt, Qualität geht klar, haben sie gut genäht. Eben halt nur, dass eben halt der Druck meiner Meinung nach nicht so scharf ist. Und auch irgendwie, ja, sah halt auf dem Foto ein bisschen anders aus. No, das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video weitergeholfen und ja, könnt ihr mal schreiben, was euch besser gefällt. Gefällt euch diese Farquay-Matte besser? Oder eben halt dieser Matrix-Code, ja. Das ist halt, wollte ich gerne mal wissen wollen. Aber die haben alle eine gute Oberfläche, egal was es drauf ist. Ich meine, im Endeffekt steht hier eh eine Tastatur drauf und eine Maus. Oder ein Trackball in meiner Situation und da sieht man dann sowieso kaum was. Was wollte ich noch sagen? Ist halt, das heißt mal, eine Tischdecke für mich, für dass ich hier halt Filme draufstellen kann, also zum Abfilmen. Und da wollte ich mal so ein bisschen Thema machen: Filme eben halt dieses Teil und bei Spielen vielleicht hier ja, Farquay. Und eben halt, dass das ein bisschen nicht so langweilig aussieht, der Hintergrund nicht nur schwarz. Ja. Ja, das soll es gewesen sein, jetzt endgültig und bis demnächst wieder, euer Digga Yoshi und tschüss.